Und da ist er, der erste Dienstag im Monat Oktober, und das bedeutet, dass im Unreal Engine Marketplace wieder viele neue kostenlose Assets auf dich warten. Es folgt ein kompaktes Infopaket zu jedem Asset, plus mein persönlicher Favorit am Ende. Wenn du mich unterstützen möchtest, lass ein Abo da und schreib mir deinen Favoriten nach dem Video in die Kommentare. Und los! Als erstes gibt es die im September 2018 hochgeladenen Surface Trails von Roman Smirnov zu sehen. Surface Trails kostet ohne Deal 25,59 Euro, hat 5 Sterne bei 17 Bewertungen und 8 Reviews. Hier wird besonders hervorgehoben, dass die Trails sehr gut aussehen und das Pack sehr schnell an den Start zu bringen ist. Bisher wurden 42 von insgesamt 45 Fragen beantwortet. Von Version 4.19 bis 4.27 wird offiziell nur Windows 64-Bit unterstützt. Das Aussehen, also die Form der Trails, können individuell konfiguriert werden. Außerdem ist es zum Beispiel möglich, sie für immer zu speichern oder langsam auflösen oder füllen zu lassen. Und es muss nicht nur Schnee sein. Angegeben ist unter anderem auch Wasser, Gras oder Schotter. Auf YouTube gibt es einen 1,43 langen Trailer und ein über 8 Minuten langes Tutorial-Video plus eine Beispielmap. Außerordentlichen Support gibt es nicht, die scheint hier aber auch nicht nötig zu sein. Es folgt das im September 2017 eingestellte Fantasy Cave Environment Set von Denis Rutkowski. Das Set kostet normalerweise 40,95 Euro, kommt mit 5 Sternen bei 20 Bewertungen und 4 Reviews daher. Bisher wurden 2 von 2 Fragen beantwortet. In den Reviews wird die Qualität der Meshes hervorgehoben, allerdings wünscht man sich hier auch, dass das Pack um ein paar Meshes erweitert werden sollte. Von Version 4.16 bis 4.27 wird offiziell Oculus, Linux, Mac und Windows 64-Bit plus weitere unterstützt. Mit dem Set kommen insgesamt 26 gesculptete Meshes mit automatisch generierten Kollisionen. Zum Thema LODs steht hier Yes. Es werden 30 Materials inklusive Instanzen geliefert und 60 Texturen jeweils in 2 und 4K. Auf YouTube gibt es einen 1 Minute 30 langen Trailer und auf ArtStation 360 Grad Screenshots zu sehen. Weiterer außerordentlicher Support wird hier nicht geboten. Nummer 3 ist der im Juni 2019 veröffentlichte Horror Dining Room von Tim Hertel. Vorher für 20,46 Euro erhältlich, geht er mit 5 Sternen bei 6 Bewertungen, 5 Reviews und 7 von 7 beantworteten Fragen in den Start. In den Reviews wird die Qualität der Assets und die allgemeine Atmosphäre gelobt. Von Version 4.22 bis 4.27 wird Oculus, Windows 32, 64-Bit, Mac und Linux unterstützt. Dabei sind 65 Meshes ohne LODs mit automatischer Kollision, 2 Partikeleffekte, 8 Decals, 15 Master Materials und 50 Instanzen mit 94 4K Texturen. Auf YouTube gibt es einen 1 Minute 20 langen Trailer. Außerordentlicher Support wird per Mail, über ein Forum und in Form einer Dokumentation geboten. Als nächstes steht das im Juni 2019 eingestellte Elite Landscapes Bundle Pack von Valerian bereit. Das ursprünglich für 56,32 Euro erhältliche Asset Pack bietet solide 4,5 Sterne bei 6 Bewertungen mit 4 Reviews und 7 von 7 beantworteten Fragen. Den Reviews ist zu entnehmen, dass dies wohl eines der besten Landscape Packs sein soll. Von Version 4.20 bis 4.27 wird Linux, Mac, Oculus, Windows 32 und 64-Bit unterstützt. Enthalten ist das Desert 1 Pack, das Alien 1 und 2, das Rocky Meadows, Rocky Hills und Valley Pack. Insgesamt besteht das Bundle aus 23 Landscapes inklusive Lichtsetup und Sky Images. Hervorzuheben sind hier die 8K Landscape Heatmaps. Die Collision wurde sowie die LODs automatisch erstellt. Zur Verfügung steht ein über 9 Minuten langer YouTube-Trailer von allen Packs und ein ebenfalls über 9 Minuten langes Heatmap-Documentation-Video. Außerordentlichen Support gibt es hier nicht. Das im Juni 2020 hinzugefügte Dismemberment and Bone Break Asset von ByteSumP Ltd. ist das letzte Asset für heute. Das Asset kostet ohne Deal 51,20, kommt mit 5 Sternen bei 16 Bewertungen und 16 Reviews mit 22 von 22 beantworteten Fragen an den Start. In Reviews wird besonders die sehr gute Qualität und der Support hervorgehoben. Von Version 4.16 bis 4.27 wird Windows 32 und 64-Bit und Mac unterstützt. Enthalten ist unter anderem ein Full Body Damage System mit 16 Damage States, ein Knockout System und über 300 Animationen. Das Asset beinhaltet 49 Blueprints und ist Multiplayer-fähig. Auf YouTube gibt es ein über 1,30 langes Showcase-Video von den Animationen zu sehen. Außerordentlicher Support wird per Discord und in Form eines Integration Guides geboten. Mein persönlicher Favorit ist dieses Mal das Elite Landscapes Bundle Pack, weil mich die Qualität der Landscapes sofort überzeugt hat und ich sie für extrem viele unterschiedliche Projekte nutzen kann. Welches Asset steht bei dir ganz oben auf der Liste und warum? Schreib es mir in die Kommentare und lass ein Abo da, wenn du mich und den Channel unterstützen möchtest. Unreal Engineer, out.